Voll fucking Müll. Nee, ich mag nicht. Ich mach grad was mit Farming. Ich will jetzt endlich Karotten haben. Ah, da. Karotten. Das müssten eigentlich auch Karotten sein. Nein. Ich habe heute so einen Manga gelesen. Und da geht es auch um Lapis Lazuli. Hä? Na, da wurde der Begriff Lapis Lazuli benutzt. In dem Manga. Zu was? Irgendwas mit Engeln. Engel? So, jetzt habe ich genug Karotten, um ein neues Feld anzulegen. Ich glaube, das fange ich dann hier an. Benchmarking. Warum hast du das Achievement Benchmarking bekommen? Wahrscheinlich, weil ich gerade eine Werkbank aufgestellt habe. Oh. Das heißt, du hast vorher immer meine benutzt oder irgendwie Minecraft? Ich keine Ahnung, wie du das schon vorher gemacht hast, aber irgendwie kriege ich das wohl oft, dass ich dann irgendwie Sachen doppelt krieg oder so. Ich glaube, ich tue Essen in so eine rote Kiste. Dann ist es gut. Kann man Clownfische essen? Nope. Ich glaube, man kann einen Trank draus machen. Nein, Nemo nicht! Ich habe verstanden. Nein, Nemo nicht! Ja. Wo sind die selber rein? Ah, guck mal, oben. Ja. Hä? Gibt's keine mehr? Ach, hier. Ja. Wo ist er? Hier, bei Stein. Scheiß Mausbeschleunigung, ey. Den Eimer habe ich noch, sehr gut. Was los? Ach nee, auch. Okay, stimmt, das kann man. Okay, so ist gut. Guck mal, ich hab. Ach, scheiße. Ich hab jetzt die. Du hast jetzt die Ohrscheiße, hä?
hier oben. Hier, guck mal. Und da ist eine Werkbank und da sind noch ganz viele Öfen. Und die Öfen hast du über der Leere platziert. Sehr intelligent. Wieso? Das wird immer ein ziemlicher Drahtseilakt, wenn man an die Öfen ran will. Ja, nee, guck mal, wenn ich hier stehe, komme ich dran. Guck, von hier aus komme ich dran. Ja, nicht so intuitiv. Ja doch, guck mal, man kommt ganz normal dran. Ja, man kommt normal dran. Also das ist nicht Sache von Können, sondern von Intuitivität. Man muss immer darauf achten, dass man nicht runterfällt. Ich kann nicht runterfallen. Kann man noch runterlaufen und dann so. Ja, trotzdem nicht praktisch. Ich finde schon. Ich nicht. Dann mach's woanders hin. Mecker, mecker, hi, mecker, hi, mecker, hi. Wo soll ich denn hin tun? Ich finde, hier ist es so übersichtlich. Entspann dich. Ja, das ist doch gut so. Du gestresst bist. Du hast einfach noch nicht die Routine entwickelt. Doch. Ich habe Knochenmehl schon alles aufgebraucht. Wenn du dann wieder weit des Windes. Wenn, dann ja. Momentan sieht es auch schon aus. Ach da. Spinnenauge, Pfeile, Strings und Theorien. Boah, ja. Oh, da ist auch TNT. Wir haben übrigens Kühe. Wir haben keine Kühe, oder? Nee, haben wir nicht. Wo sind die? Hier oben, bei den Weihnachten. Ja. Hier oben ist etwas ungenau definiert. Wir gucken halt hier raus, wo die Weihnachtsbäume sind. Okay, also ich gehe hier die Leiter hoch. Ich bin oben und ich sehe keine Weihnachtsbäume. Nein, weit und breit keine Weihnachtsbäume. Aha, sorry. Ich bin nicht so schnell, ich sehe gar nichts, wenn du dich so schnell bewegst. Hier, Weihnachtsbäume, 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 Weihnachtsbäume. Ich habe schon welche gefunden. Ja, muss man die zusammensetzen, also wie... Nee. So wie diese Dschungelbäume? Nee, oder? Das geht nur mit Dschungelbäumen, was du meinst. Guck mal, das sieht doch voll krass aus. Oder sowas gibt's in Real Life. Gibt's doch. Echt? Aber nicht so. Ja, so krass nicht. Das wird ja physikalisch unmöglich sein. Das wäre instabil halt. Es gibt nur wenige Sachen, die wirklich unmöglich sind. Dann hole ich bei Tagesanbruch Papier. Ja, wäre praktisch. Aber du müsstest die Straße vom Wasser her durchführen. Das müssen tue ich erstmal gar nichts, nur sterben. Nein, weil die Kühe sind nicht so dumm, um mich ins Wasser zu fallen. Also ich habe die alle Viecher durchs Wasser transportiert. Aha. Ja, dazu braucht man Skill. Das ist eine angeborene Erfahrung, die man dazu braucht. Es ist unglaublich, wie viele Jahre ich dafür trainiert habe, nur um das zu können. So, Kritiker kommt. Nein,
wertvollen Sachen immer noch in der Truhe da unten. Ja. Die Haltung vor der Wind. In Minecraft ist es ja nicht schlimm. Da leiden die Tiere ja nicht. Ja. Du siehst ihnen ja nicht an, dass sie leiden. Nein, das sind einfach keine Tiere. Woher weißt du nicht, dass Notch da irgendwas eingebaut hat, dass Tiere zum Beispiel leiden können? Das weißt du ja nicht. In Real Life siehst du Tieren genauso wenig an, dass sie leiden. Wenn dich so ein Schwein in Wirklichkeit so blöd anklotzt. An deiner Stelle würde ich es einfach so machen, dir eine Schere nehmen und dir den Weihnachtsbaum selber aufbauen. Willst du einen Enderman herholen? Du weißt schon, dass du da besser auf einem 3-Block hohen Feld stehen solltest. 3 Blöcke übereinander bauen, oben drauf stehen und dann den Enderman zu dir holen. Das heißt, du kriegst keinen Schaden und kannst den Enderman killen. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Warum machst du es dann nicht? Weil du lieber die Action liebst. Und ja. Also wie in Real Life. Gib mir. Wie war das nochmal? Genau, gib mir den Gitterrost. Gib mir den Gitterrost. Vorsicht, der ist heiß. Gib mir trotzdem. Ja. Fuck Logic. Ich glaube, das sind Karotten. Ich muss wieder Karotten fangen. Meine Weise. Oh. Kann ich wertvolle Sachen auch oben lagern? Hä? Naja, eigentlich ist es egal. Wenn du das umlagern machst, gerne. Ich bin nicht hoch, ich hab einen Backarm. Oh, das ist ein Creeper. Hä? Ja, doch, habe ich extra so gemacht, dass mein Weihnachtsbaum kaputt macht. Da ist ein Schwein. Hast du es fallen lassen? Scheiß Schwein. Ist das irgendeine Sprache, die ich vielleicht noch lernen sollte? Nee. Gegen mir haben wir 2 Enderperlen. Das werden wir auch so fest, so sehr brauchen. Sand. Brauche ich Cobblestone. Massen an Cobblestone.
Wie heißt das Sprichwort? Heißt das Sprichwort? Think big. Dream big, oder? Oh, da ist ein Skelett. Ja, und bitte nimm ich die. Hat er keinen Fallen gelassen. Hier ist noch irgendwo ein Skelett. Kannst es ja killen, wenn es dir Spaß macht. Ja. Scheiß Aimbot, ey. Ich sollte mal wieder was essen. Und bei einer Spinne, die im Wasser badet. Voll logisch. Aber irgendwie sind die Spinnen schon süß. Definitiv. Was ich eklig finde, sind diese Silberfische, die sind richtig eklig. Die dann so aus der Wand kommen? Nee, ich glaube nicht. Oder? Doch, die gehen, können durch Wände gehen. Echt? Ich meine jetzt in Minecraft. Sag ich doch. Okay. Mir wäre kein Tier in echt bekannt, das durch Wände gehen kann. Ja. Er kann sich ja durchbohren, oder? Aber Silberfische in Minecraft können durch Steinwände gehen. Ja, oh, immer dieses. Ich bräuchte so ein Anti-Knockback-Ding. Anti-Knockback-Ding? Habe ich jetzt. Nein, ich habe nicht. Oh. Ja, dieses Knockback-Ding ist wie ein Terrarium. Bombe. Ah, ein wildes Tier. Ist auch damit. Nein. Wie böse. Jetzt habe ich aber Angst vor dir. Das Skelett habe ich übrigens angeheuert, um dich zu töten. Böses Tier. Nein, oh. Erzähl mir davon bitte nicht. Ich wollte, wir machen einen Fall im Boden, weil ich verstehe das nie. Boah. Thank you.
Die Zombies sind einfach nur resigniert. Geil. Ich weiß. Den Baum keine Lichter pflanzen. Ja. Oh. Schon mal versucht, auf einem echten Baum eine Fackel zu planten? Nein. Solltest du mal versuchen, geht nicht durch. Sehr dunkel. Ich brauche ein paar Treppen. Vor allen Dingen, ich brauche mehr Cobblestone. Du hast ziemlich viel verbraucht. Ja, schon wieder ein Baum. Naja, falls wir nochmal einen Raum brauchen, mache ich einfach einen.
schon wieder, sind die Fackeln leer. Sehr gut. Weihnachtsbaum ist fertig, wenn es dunkel wird, kannst du ihn den Zuschauern zeigen. Okay. Und ich habe keine Schaufel dabei. Na klasse. Oh, schon eher mit. Mehr Eisen. Kannst du mal ein paar Bäume draußen nach? Ah. Vielleicht mache ich ja mal so eine Plantage bei Gelegenheit. Wo du dann irgendwelche andersfarbigen Leute drauf arbeiten willst. Sehr schön übersetzt. Deutsch! 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 Ja. Ich habe nur das deutsche Spiel, bei uns gibt es nur Deutsch. Ich kann nur das auch Deutsch. Ah, genau, ich kann nur Deutsch. Finden. Da. Ja, guck mal, da drin sieht es richtig gemütlich aus, wenn man so von außen reinguckt. Mit den Weihnachtsgeschenken? Mhm.
hier normal hoch. Ja, machen wir noch eins frei. Machen Sie sich bitte frei. Ich gucke währenddessen. Geh am besten von unten. Da sieht man das ganz gut. Was machst du hier überhaupt? Farm. Was? Eine Farm. Okay. Wir wollen doch später mal Kühe holen. Und Kühe brauchen Platz. Das ginge natürlich so viel einfacher, aber nein. Warum macht er eigentlich noch Geräusche, wenn er tot ist? Weil sie dieses. Ja, dieses. Banane. Wo findet man eigentlich Enderaugen? Die macht man aus Enderperlen. Sauberte Sachen machen. Wir müssten erstmal Obsidian abbauen. Ja, das ist ja nicht schwer. Ja, müsste nur einer von uns haben. Ich sehe mich momentan nicht in dieser Position. Wer könnte für den Zuschauer den nächsten Weihnachtsbaum zeigen? Moment, ich brauche gerade noch zu Ende. Warte, ich glaube, ich brauche noch ein paar Waffen weg. Schöner Weihnachtsbaum. Seht ihr hier? Ganz viele leere Geschenke, wenn man es erwartet. Weihnachten. Man wird das ja enttäuschend dieses Jahr gewesen. Fress ich erstmal ein Brot. So wie es auch machen. Wenn ich es gescheit ist unter Weihnachtsbaum war, erstmal ein Brot fressen. Eichen brauchen wir nicht. Eiche. Ja. Birken. Ja. Irgendwo da unten in der Mine. Ja. Wir brauchen dann auch ganz viel Paper-Stopfer. Planzieren. Oh, geil, das ist ein Creeper. Oh, wie schön. Ein Creeper. Ja. Nein, heute nicht. Mein Monument. Mit einem Monument aus Stein und die Höhe gebaut mit einer Präzision und Bösartigkeit.
Mir fehlt aber Cobblestone. Warum ist das auf Cobblestone? Schwarz. Strange. Eigentlich müssen noch mittlerweile... die ersten Karotten sind reif. Reife Frauen haben 80. Jetzt in ihrer Nähe. Ah. Vergiss es. Hau ich eine Hau? Da. Hau, hau, hau. Sich. Ja, das ist meine Beine. Ich weiß. Deswegen halte ich sie doch so. Ich weiß. Deswegen halte ich sie auch so. Ah, zu viele Herzchen. Weil ich Schweine hasse. Und sie hassen dich. Oh, da ist hier ganz viele. Das ist doch nicht unser Nötigste. Das sind schöne Bäume. Ja, stimmt. Mit zwei Bergen in dem tiefen weiten Meer und brauchst du das Knochenmehl nochmal? Dankeschön, okay. Ein neues Schwert. Zack, zack, zack. Für einen Zaubertisch, wie viele Diamanten? Zwei. Stirb. Nee, Kartoffeln haben wir leider noch keine. Kommen aber auch, glaube ich, nicht so dringend. So, mal gucken. Haben wir sechs. Einfach mal einen Huhn mit einem Eier abgeschossen. Das darf nicht mal machen. Einfach durch den Hühnerstall gehen und Hühner mit Eiern bewerfen. Keine Ahnung. Aber in real life sieht es sicher lustig aus. Stimmt, es müsste doch Nacht sein, oder? Willst du dich mit mir ins Bett legen? Ja, nur ein Angebot. Darling, komm ins Bettchen. Es wird dunkel. Sehr dunkel. Und es wird der Tag. Habe ich denn eine Axt? Ja, habe ich. Ja, jetzt haben wir massig Kürbisse und keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Naja, falls die Welt an Halloween noch besteht, können wir ja damit die Atem jetzt machen. Ne? Weißt du, was ich meine? Schade, dass ich jetzt keinen Bogen hab. Da steht ein Creeper einfach im Nichts rum. Geronimo! Sieht schon geil aus. Was denn? Und ich baue hier mitten im Nichts ein 1x1 Feld.
brauchen wir irgendwie irgendwas Besonderes noch hier. Naja. Mehr. Wir haben schon alles. Naja, Kühe haben wir noch nicht. Die waren hier oben, hast du gesagt. Oh, da ist ein Ei. Und da ist ein Huhn. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Hühner hier mit ihren eigenen Eiern zu beschmeißen. Das hört sich jetzt auch irgendwie krank an. Hey, Huhn, was denn? Pff, au! Meine Eier, meine armen Eier! Oh mein Gott. Okay, eine Kuh haben wir hier schon mal. Hühner haben keine Eier, nur Hähne haben Eier. Muhaha. Der ist halt so. Was soll ich eigentlich mit dem Schwein hier machen? Töten? Wir haben Schweine, also okay, Tiere. Dann würde ich sie alle muhaha. Tierschänder. Der ist ganz glücklich. Die hat ein glückliches Leben zwischen Bäumen und Wiesen und Leiden. Oh, ich beneide sie um dieses Leben. Hättest du es auch gern? Oh Gott, die sind ja massig Schweine. Nein. Sehr intelligente Tiere, intelligenter als Hunde. Oh, schön, dass du dich uns erzählt hast. Das wollten wir unbedingt wissen. Nicht. Ist ja echt halt noch was für die Bildung? Ja, hier. Hopf und Malz und Hopfen in diesem Lande sind verloren. Ich weiß, ich bin manchmal erschreckt. Ich bin halt über einen krassen Schlucht. Über Steine. Uah, guck mal. Amido-Scheiben. Boah, wie das krass aussieht. Ich bin gerade damit beschäftigt, Kühe in meinen gebauten Kuhstall zu treiben. Oh mein Gott, kann solche Gebilde machen. Jetzt haben wir es doch ganz viel Wolle für uns. Wieso Wolle? Ich habe doch schon Schafe gezüchtet. Und die dann immer, damit wir ganz viel Wolle haben. Was müssen wir in der Wolle machen? Ja, unser Haus verschönern. Achso. Oder Bücher. Nee, für sie machen aus Leder. Halt irgendwas halt. Und dafür brauchen wir Kühe und dafür sorge ich gerade. Und wir können nicht, hohe Level verzaubern, wenn wir nicht genug Leder haben. Ja. Leder brauchen wir. Holz. Holz braucht man für Bücherregale. Oh Gott, hier gibt's Hunde. Ich hab jetzt keinen Stock dabei. Holzstöckchen. Du meinst eigentlich Knochen. Ob man schon rohes Schweinefleisch isst? Ist da glaube ich auch. Ich weiß noch nicht, ob du damit ködern kannst. Diese Kühe wissen nicht, was sie erwartet. Ich dachte, ich muss das dann machen. Aber eigentlich sind Hunde nutzbar, oder? Ja. Ein Creeper und die Hunde sind weg, egal wie viele du hast. Gott, die sind ja massig von denen. Die Kühe an der Flucht hindern. Falls ich mich verlaufe, musst du mich wieder ausbauen.
Nix da. Du hast gesagt, kein Cheaten. Also gibt's kein Cheaten. Kein Cheaten. Also kein Cheaten. Ja, ja, redest du nur ein. Das war nicht gerade das, was ich gerade gemacht habe. Aha, ich bin in einem sehr interessanten Biom gelandet. Hier gibt es scheinbar nur Felsen. Ich frage mich, ob man es das Felsbiom nennt. Hm, was für eine Frage. Ich wundere mich. Oh. Okay, die Kuh kann hier nicht abhauen. Also nur schwer. Naja. Ich komme eben wieder nach Hause. Boah, ist ein bisschen mein Gott. Oh, mein Rücken. Ja, ich glaube, ich höre mal mit der Aufnahme auf. Es wird Zeit, Schluss zu machen. Wir haben schon 2:30 Uhr morgens. Bis dann, Leute.